Willkommen zurück auf der Niedersachsen 21 zum LS19. Ihr seht, wir sind an der Ölmühle angekommen. Ist gar nicht so weit vom Feld 73 und wir werden sehen, der kann hier jetzt gleich nicht abgeben. Ich wollte ihn nicht verwirren, deswegen habe ich ihm hier die Ölmühle eingestellt. Damit er den Weg nicht verliert. Und wieder von vorne anfängt, aber jetzt muss ich ihm das ja doch wegnehmen, ne? Weil hier sollte ich das schon einfahren. Ihr seht, das da ist der Trigger Hackschnitzelverkauf und da geht's nur rückwärts drauf. Und jetzt muss ich überlegen, wie ich das am geschicktesten hinbekomme. So, ich mache ihm das erstmal aus hier. Jetzt fahre ich ein Stück vor. Und sag ab hier Aufnahme starten. Verbinde mir das schon mal. Und jetzt muss ich den irgendwie einigermaßen gerade davor bekommen. Dabei kann ich mich so ein bisschen hier an den Platten orientieren. Boah, länger darf der Hänger da auch nicht sein. Und jetzt muss ich rückwärts davor fahren. Ich habe nicht so ganz raus, wie weit und wo der Trigger sein muss. Also der Abladepunkt. Krieg den gar nicht gerade darauf gefahren, ist ja grauenvoll. Muss mich mal eben ein bisschen konzentrieren hier und gucken, dass ich nicht so hin und her zuppel. Das muss ich gleich auf jeden Fall korrigieren. Das ist nicht schön. So. Und jetzt setze ich noch einen Punkt dahinter. Ich nehme an, das ist ähnlich wie bei der BGA. Da muss man, wenn ich mich nicht täusche, da muss man so eine, war das eine Parkposition oder eine Abladeposition? Man muss auf jeden Fall noch einen Punkt hinter der Markierung machen, damit er dann auch wieder wegkommt. So, und um wieder wegzufahren, würde ich dann zurückziehen nach hier und mich dort wieder in die Spur eingliedern. Da. Und da das so überhaupt nicht schön aussieht, das Gerät kann in diesem Zustand nicht abgehangen werden. Ah, warum das denn nicht? Gut, dann entlad den halt erst. Dann wissen wir auch gleich, wie viel Kohle das bringt. Wir können jetzt eh gerade nicht so richtig testen, ob es passt oder nicht. Oder komme ich an den Punkt da hinten ran? Bisschen was zum Lachen hier. Rückwärts rangiere mit dem Hänger hier. Na, 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 ja, das passt wunderbar. Dann geben wir hier mal einen Punkt. Hackschnitzelverkauf. Dann haben wir den nämlich doch. Und dann ziehen wir hier noch so ein kleines bisschen wieder gerade. Das sind ja. Alter. Bin ich denn gefahren? So, die lege ich mir jetzt hier. Ich orientiere mich an der Linie hier und lege mir die hier so drauf. Den auch noch mal ein bisschen schöner. Weil so eine Schlenker sind nicht cool. Auch nicht, wenn er automatisiert daran fährt. Nein, ich möchte noch nicht abladen. Das sollst du gleich mal automatisch probieren. Ich bin gespannt, ob das hinhaut. Oder eben nicht. So, den muss ich hier ein bisschen anpassen. Hier ist auch gar keiner zwischen. Guck mal. Setzen wir den doch hier hin, dass wir so eine gerade Linie bekommen. Einigermaßen gerade Linie. Noch da. Und dich korrigieren wir auch so ein bisschen. So, also in der Theorie ist das Ding jetzt angebunden. Da ist noch ein Zinken drin. Früher ist er dann immer in den Boden gebackt, wenn hier ein Fahrzeug drunter war, oder oft bei mir.
dann ist dieser Punkt in den Boden gebackt oder über den Traktor. Deswegen bin ich da immer noch vorsichtig, aber das scheint jetzt besser zu funktionieren. So, dann probieren wir das doch mal von hier aus. Ah ja. Gut, die Kurve ist schon mal nicht dein Freund. Also irgendwie mit dem Hänger hier komme ich nicht so richtig zurecht. Jetzt hast du dich festgefahren oder was? Komm, stell dich nicht so an. Yep. Huma. Doch, okay, eigentlich sollte das passen. Gut, dann das weg. Lasst es uns testen. Hackschnitzelverkauf. Gleich mal in die Verkaufsstellen legen. Ich habe mal eben aufgeräumt in der Zwischenzeit. Hackschnitzelverkauf. Das machen wir aus. Jetzt beten wir, dass es klappt. Drückt mal die Daumen. Ich glaube nicht dran, ehrlicherweise. Weil bisher hatte ich damit immer Probleme. Wahrscheinlich scheitern wir hier schon am Zaun. Nein, nein, das sieht gut aus. Okay, das ist schon mal sehr gut. Bis jetzt alles fein. Bis jetzt bin ich Fan. Da bin ich mir nicht sicher, ob das die richtige Linie ist. Ja, er macht das ganz, ganz vorsichtig. Er setzt viel zu früh an, um zurückzufahren. Das funktioniert also so noch nicht. Außer er kommt da jetzt drauf, dann soll's mir egal sein. Das sah nicht schön aus, aber es funktioniert. Frage ist, ob er jetzt auch wieder wegkommt. So ganz, ganz langsam rattert da oben ein bisschen Kohle rein. Was mag das sein bei der Ladung? 2.500. Also wenn man das ganze Feld leer fährt oder abfährt, könnte sich das vielleicht lohnen. Aber es dauert halt auch ewig, ne? 2.200. Okay, jetzt fährt er wieder auf die Spur. Aber er kriegt das erstaunlich gut hin. Okay. Never change a winning team. Okay. Das, so solltest du eigentlich ursprünglich anfahren, mein Freund. Ja gut, dann drehst du halt diese eine extra Runde. Wenn du jetzt da noch rauskommst und zurückfährst zum Feld, bin ich begeistert. Nice. Sehr cool. Okay, 2.200 Euro pro Runde. Auf dem Feld liegt noch einiges. Also, wenn wir das komplett abfahren, können das schon nochmal vielleicht so zwischen 10 und 14, schätze ich. Also es lohnt sich schon, man sollte es nicht liegen lassen. Man muss nur den Zeitaufwand einrechnen. Ich überlege, ob ich dafür einen anderen Ladewagen besorge, weil den hier brauche ich eigentlich gleich fürs Gras. Irgendwie einen kleineren, fixeren, der sich vielleicht auch ein bisschen besser rangieren lässt. Was kostet denn so ein Ladewagen? Lass mal kurz schauen. Ladewagen, Überladewagen, wie heißt denn das eigentlich? Nee, Ladewagen, war schon richtig. Irgendwas Einfaches. 46.000 kostet was Einfaches mit 23.000 Litern. Hier gehen 35 rein, den haben wir gerade. 34.000. 80.000 Euro. Können uns nicht mal den Strautmann hier leisten aktuell. Und eigentlich brauche ich den doch fürs Gras. Naja, lassen wir ihn erstmal fahren. Weil sonst wächst das Ackergras so schnell nach. Bis der das ganze Stroh abgefahren hat, ist das Feld mit Ackergras nachgewachsen.
So, wie weit ist denn unser Zuckerrübenauftrag hier? Wir sind bei 44%, also der braucht auch noch. Nach anderen Aufträgen brauche ich gar nicht gucken. Und ihr seht, hier ist immer noch Ballen pressen, Ballen pressen, Ballen pressen, Ballen pressen. Ich glaube, ich muss irgendwann mal so eine Ballenpressen-Aktion machen und die alle einmal wegpressen. Dann suche ich mir hier das größte Leihgerät raus, weil aktuell kann ich es mir nicht kaufen. Und ich habe ja auch gar keine Ballenpresse. Es ist schade, dass ich die nicht sehe. Ich hoffe, das wird sich ändern im 22er. Ich kenne auch keinen Trick, wie ich mir das anzeigen lassen kann. Hier das Plus 4. Was, ja, was ist das denn für Gerät, das ich dazu bekommen würde? Das wäre ganz nett zu wissen. Von daher würde ich mir die Geräte dann einmal komplett leihen. Wahrscheinlich vom größten Auftrag oder da, wo ich das größte Gerät sehe. Und dann versuchen, alle damit einmal abzufahren, ne? Weil mir ist ja eingefallen, ich habe ja den Hirschfeld-Anhänger, mit dem ich Ballen transportieren kann, mit Autoload. Und den kann ich dann ja da hinzuziehen zum Abfahren. Das dürfte einigermaßen funktionieren. Dann hätte ich die Aufträge einmal alle weg und ich hoffe, dann kommen sie auch so schnell nicht wieder, weil das Verträge aktualisieren funktioniert ja nicht so, wie es soll. So, hier sind wir aber gleich schon durch. Ah, unser Kalkboy ist zurück. Stellen wir den Hänger mal wieder ab. Das heißt, bevor ich das tue, könnte ich eigentlich schauen, wie es auf A73 aussieht, ne? Ob ich da nicht auch zufälligerweise kalken sollte. Das war pH-Wert, hat mit Kalk zu tun. Gelb und grün, ja, doch, da könnte ich mal rüberfahren. Stickstoff sieht noch gut aus. Aber da der Optum sonst aktuell keinen Auftrag hat, aktuell jedenfalls, stellen wir den mal hier an die Seite und warten mal ab, ob wir da nicht einmal rüberkalken wollen. So, du siehst so aus, als hättest du bisher noch gar nicht abgeladen. Ich glaube, allzu viel kommt hier nicht runter. Wenn ich wohl den Weizen verkaufen müssen. Einmal bei den Hühnern voll machen und dann den Großteil verkaufen. Ja, nur sind bei mir aktuell alle Hänger unterwegs und alle Fahrzeuge. Kann ich vielleicht gleich mal die Kreditlage checken. Es steht schon wieder. Hat sich wieder jemand festgefahren oder sind die tatsächlich... Nee. Der eine hat gerade abgeliefert. Das sieht man immer, wenn 40% wurden an Feld so und so transportiert. Das heißt, er wartet aktuell tatsächlich auf die Abfahrer. So, mein Freund, du bist aktuell der Einzige, der hier Geld in die Kasse spült. Ich habe so die Befürchtung, ich werde eine Ballenpressaktion machen müssen, um an Geld zu kommen. Warum hast du das denn jetzt stehen lassen? Das war doch unnötig. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, wenn man nicht alles selber macht. Checken wir mal kurz, wie... Was wollte ich denn checken? Wie die Kreditsituation aussieht. 100.000 aktuell. Zuletzt viele Investitionen gehabt, immer wieder. Hier haben wir, glaube ich, das Feld gekauft. Nee, Fahrzeuge. Hier haben wir ein Xerion gekauft. Ja, das geht ins Geld. Das geht ins Geld. Und aktuell laufen wir auf minus 31.000 hinaus. Investitionen sind da derzeit nicht unbedingt in Sicht. Und wir müssen auch ganz dringend reparieren, wie wir sehen.
Der Puma ist im Eimer. Predal, Case, Case. Die Querneland. Welches ist das denn? Das ist doch nicht die Spritze. Die habe ich ja noch keine 6 Tage. Ach nee, das ist der Streuer. Unser Düngerstreuer muss repariert werden. Ja, auch hier Investitionen benötigt, ne? Es ist einiges zu tun. Ihr seht's. Wir machen jetzt Folgendes. Ich werde mal diesen Ballenpressauftrag hier annehmen. Inklusive Gerät. Und werde mal schauen, wie das läuft. Und zwar um zu überleben. Weil ich glaube, das Geld, das wir jetzt gerade noch haben, geht relativ schnell raus, nachdem ich die Silos gekauft habe. Und das nicht, es hat nicht das bewirkt, was ich wollte. Schade. Dann lass doch mal gucken, was wir hier alles haben. Wir müssen mähen. Wir müssen na. Striegeln? Nee, nicht striegeln. Genau, also zusammenrechen. Wir müssen pressen. Wir müssen von Hand einwickeln. Ja, und dann sollen wir hiermit aufladen. Hübsch. Habe ich noch nie benutzt, das Gerät. Autostack. Ja, wollen wir es mal testen, ne? Mal gucken. Also erstmal muss ja der Krams hier dahin. Dann werde ich mir den Optum dazu holen, um die restlichen Geräte erstmal dahin zu fahren. So. Du, ja, hier steht noch der Wagen vom, was ist das? Vom Rübenernter. 153, da ist unser Auftrag. Das ist ein fremdes Feld. Und das haben wir sogar eingefahren. Und mal gucken, ob du hier um die Kurve kommst. Ja, knapp, knapp, okay. Aber das klappt. Gut. Dann wollen wir unseren Optum mal abholen, der eigentlich darauf wartet, hier zu kalken. Wo haben wir dich geparkt? Irgendwo hier. Da. Dann lass den mal locker. Und dann fährst du mal kurz zum Shop, bitte. Zack. Und unterstützt da. Ja, so nicht. Läuft bei mir. Es läuft. Ihr seht, es läuft. Manchmal ist halt ein bisschen der Wurm drin. So, ich helfe dir auf die Straße und den Rest kriegst du alleine hin. So, dann bring das doch mal weg, damit wir Geld verdienen. Ist es noch die Saatzucht mit dem besten Preis? Das könnte sich ja in der Zwischenzeit geändert haben. Wir wollen nicht nach Stroh gucken. Wir gucken gerade nach Ackergras. Da, Ackergras. Saatzucht, ja. Der Preis ist aktuell stabil. Berechnet immer noch den Pfad. 21.658 Liter. Ich bin gespannt, was das bringt. Wir haben ja auch noch was. Wir könnten den noch auffüllen. Moment, Moment, mein Freund. Wir stellen dich mal um. Dann lassen wir dich gleich abladen und wir holen uns mal eben. Ist da noch was drin? Nee. Du hast doch bestimmt schon entleert, oder? Ich will hier jetzt nicht so rüberfahren. Lass mal kurz gucken. Ja, der ist leer. Der hat schon abgetankt. Und dann holen wir uns aus dem Silo, weil da noch was drin ist, was raus und nehmen das gleich mit. Und bringen mal die Hängerladung zur Saatzucht. In der Hoffnung, dass das 24.000, 25.000 Euro bringt. Kürzen wir jetzt auch ab hier über unser Verbindungsstück, wenn ich die Einfahrt finde. Hier ist die Einfahrt.
Mal semi-schlau, weil ich von hier das Silo nicht so richtig anfahren kann, ne? Blaumeier. Einmal einen kleinen Wendekreis. Falsch angefahren. Wir wollen ja beladen. Kurz mal nach außen. Ja, okay. Das geht. So, moin. Gib mal Ackergras. Ich glaube, er war beladen. Ackergras. Mach voll das Ding. Schön, wie das so durchrauscht, ne? So. Und dann hätte ich gerne, dass du automatisiert nicht dahin fährst, sondern zur Saatzucht und da ablädst. In der Zwischenzeit schaue ich mal, was hier so geht. Hier wird ordentlich gegrubbert. Da wird angefahren. Und hier 157. Warum willst du denn hier lang? Weil ich, Idiot, die 153 eingestellt habe. Ich schlau. 157 habe ich gar nicht eingefahren. Guck an. 157, wo bist du denn? 56? 59? 58? Da ist die 57. Da fahren wir die 152 Ost an, um dahin zu kommen. Wunderbar, wunderbar. Schön falsch. Ah, hier zuzugucken ist Pain. Aber es klappt, weil der Hänger hier einen Ablass hat. Fantastisch. Deswegen ist er auch so langsam, weil er hier über die Seite abkippt. Mir wäre es ja lieber, der würde gerade hinten rauffahren und dann einfach rausschieben. Aber okay, solange das hinhaut, ist es fein für mich. Und der Drescher, der kann sich dann schon mal zu Feld 14 begeben. Dafür klappen wir ihn aber auch wirklich ein. So, da oben geht noch Geld rein. Jetzt müsste er demnächst abgeladen haben. Ich möchte nämlich wissen, wie viel es bringt. 2200 waren das, ne? 2200. Da liegt noch ordentlich. Also das ist schon ein Geschäft, das man nicht verpassen sollte. Unterschätze ich, glaube ich, immer, wie viel das eigentlich bringt. So, du fährst zur 14 rüber. Das Gras kann hier erstmal liegen bleiben. Im Zweifel fahren wir das halt dann später ab, weil das wird ja jetzt eh nicht direkt zu Geld gemacht, sondern das wird später eingesammelt und kommt dann ins Silo. Da muss es dann erstmal zur Grassilage werden und dann kommt es in die BGA. Eigentlich wollte ich das bisher eingefahrene Silo noch nicht abdecken, aber ich überlege, das vielleicht zu tun. Case ist im Shop angekommen. Und das Ganze dann in meine BGA zu kippen, wenn ich schon eine habe. Und stattdessen das zweite Silo als nächstes dann auch mit Gras zu befüllen. Mais habe ich eh noch nicht, von daher könnte das eine Variante sein. So, wir haben gesagt, du fährst die 152 an und die müsste eigentlich gut von hier oben anzufahren sein. ...152 Ost. So. Da fährt noch jemand zur Saatzucht. Das schauen wir uns doch jetzt noch mal eben an hier. Wie viel Kohle bringt das denn wohl? Die BGA hier wäre natürlich auch nett, ne?
kann man ordentlich viel Grassilage reinbringen. Gott, wie langsam du fährst. Mach's nicht so spannend. So, Anfahrt klappt. Fantastisch. So, dann machen wir den Papa stolz hier. Money, 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 money. Nur wie viel? Wie viel kommt da jetzt bei rum? 47.000 Liter, 1,5 war, glaube ich, der Preis pro 1.000. Das rattert schon gut hoch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So wollte ich das sehen. 62.559 bringt ein so ein voller Hänger. Ackergras ist es. Ich glaube, die 122 wird auch mit Ackergras besät. So, jetzt brauche ich dich nämlich auch nicht zurückfahren lassen zum Feld. Ich kann dich gleich zur 14 schicken. Wir sind finanziell wieder oben auf. Wunderbar. So habe ich es mir vorgestellt. Ich war mir noch nicht ganz sicher, haut das hin oder haut das nicht hin? Puh, ich bin erleichtert. Ein wenig. Ackergras ist, ja, Cheatfrucht, ne? Würde ich sagen. Aber ich werde es wohl auf die 122 noch mit draufbringen, weil das ist auch so ein Feld, das ist so weit weg. Was anderes lohnt sich da eigentlich nicht. Und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. In der nächsten Folge geht es weiter. Ich werde Ballen pressen. Ich freue mich jetzt nicht mehr so, dass ich den Auftrag angenommen habe. Aber ich muss die ja irgendwie anscheinend mal abarbeiten, damit ich neue Aufträge bekomme. Und das Feld hier neben mir ist hochinteressant, wenn ich das gerade so von der Größe her sehe. Welches Feld ist das? Die 99. Nice. Ja, in der nächsten Folge werdet ihr sehen, wie ich mich beim Ballenpressen blamiere. Bewusst erstmal nur einen Auftrag angenommen. Mal gucken, wie der läuft. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen da. Ciao, ciao.